Ja, hallo, ich begrüße euch zur ersten einführenden Vorlesung in Mechanoinformatik in der Robotik. Mein Name ist Tamim Asfour, ich bin Professor am Institut für Anthropomatik und Robotik an der Fakultät für Informatik am KIT. Und mit dieser Vorlesung möchte ich Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen wie Informatik, Mechatronik, Mathematik, Elektrotechnik, Maschinenbau, erstes Wissen zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist mehr oder weniger, was sich hinter dem Begriff Mechanoinformatik verbirgt, wie ich in dieser einführenden Vorlesung heute erläutern werde. Das heißt, es geht hier um die Frage, wie man Methoden der künstlichen Intelligenz, Methoden der Informatik, insbesondere des maschinellen Lernens, aber auch der Mechatronik, ja, und der Ingenieurwissenschaften kombinieren kann, um intelligente Robotersysteme zu entwickeln, um intelligente Robotersysteme zu beschreiben. Und bevor ich hier mit dem Stoff anfange, werde ich heute eine kurze Einführung machen in das Thema. Zunächst mal zur Organisation der Vorlesung. Ich werde die Vorlesung, aber auch die Übungen zu dieser Vorlesung selber halten. Ich werde hier unterstützt von Postdoktorantinnen und Postdoktoranden sowie von Doktorantinnen und Doktoranden. Die Namen der Personen sind hier auf der Folie, aber auch die Kontaktadressen. Das ist auf der einen Seite Dr. Yu Zhu, Dr. Naomi Jacquet, Rainer Kartmann und Franziska Krebs. Die kommen auch alle aus unterschiedlichen Disziplinen, also der Informatik, Mathematik, aber auch des Maschinenbaus. Und die promovieren bzw. forschen hier an meinem Lehrstuhl an unterschiedlichen Aspekten der humanoiden Robotik. Wir haben Sprechstunden. Meine Sprechstunde ist immer mittwochs 14 bis 16 Uhr, aber auch zu anderen Zeiten nach Vereinbarung per E-Mail. Und die betreuenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier, die haben auch ihre eigenen Sprechstunden. Die kann man unserer Webseite entnehmen: www.humanoids.kit.edu. Wir befinden uns im Gebäude 5620. Das ist, wo ein Teil von dem Institut für Anthropomatik und Robotik sich befindet. Insbesondere mein Lehrstuhl H2T, direkt gegenüber der Haupteinfahrt des KIT hier. Also das ist die Universität, die Bibliothek, das ist die Mensa hier und das ist hier dieses Gebäude, das normalerweise so aussieht. Momentan, sieht man dort eine große Baustelle. Die Vorlesungen, die finden in diesem Semester virtuell in Zoom. Wir werden einige der Kapitel auch im Voraus aufzeichnen. Wir werden die Vorlesungen auch aufzeichnen und die euch zur Verfügung stellen. Die Vorlesung findet regulär Donnerstag 10 bis 12 Uhr, wobei ich dann so ungefähr 90 Minuten vortragen werde und dann die restlichen 30 Minuten mit euch Fragen bzw. Unklarheiten zu dem Stoff, was ich präsentiert habe, oder auch zu Stoff aus vorigen Kapiteln diskutieren oder eure Fragen auch beantworten werde. Wir werden auch einige Übungseinheiten, wo wir unterschiedliche Werkzeuge benutzen, also Programmierwerkzeuge wie MATLAB, wie Scikit-Learn, Python zum Beispiel, um einige Aufgaben hier, die aus der Robotik kommen, aus dem maschinellen Lernen, zu bearbeiten. Die aktuellen Informationen zur Veranstaltung, die befinden sich immer im ILIAS-Portal, wo jede und jeder von euch sich dort anmelden kann. Also wenn man am KIT studiert, dann kann man sich dort anmelden. Das Passwort hier, mit dem man Zugang zu den Materialien der Vorlesung hat, haben wir in der ersten einführenden Veranstaltung letzte Woche auch bekannt gegeben. Und ich glaube, ich brauche hier auf die Details nicht einzugehen. Das habt ihr bestimmt schon mal gemacht vor anderen Vorlesungen. Und falls jemand aber hier Probleme hat, dann kontaktiert uns bitte.
Die Prüfung, die ist eine schriftliche Prüfung von 60 Minuten. Die Fragen, genauso wie die Folien dieser Vorlesung, die werden in Englisch sein. Ich werde, wie man hier hört, auf Deutsch reden. Das heißt, englische Folien, aber auch Präsentationen auf Deutsch. Termin der Prüfung oder der Klausur im Wintersemester 2021 wird noch bekannt gegeben. Und die Registrierung im Campus-System. Das Gleiche gilt auch für die Klausur im Sommersemester. Das heißt, für diese Vorlesung finden immer Klausuren oder findet die dazugehörige Klausur sowohl im Wintersemester als auch im Sommersemester statt. Wir bieten eine ganze Reihe von Lehrveranstaltungen hier an meinem Lehrstuhl. Und das ist die einzige Vorlesung, die wir für Bachelorstudierenden hier anbieten. Also das ist eine Wahlvorlesung, das ist keine Pflichtvorlesung für Bachelorstudierende. Und meine Motivation dahinter ist, dass man nie früh genug anfangen kann, dieses Wissen zum Thema künstliche Intelligenz hier Studierenden der Informatik, aber auch der anderen Disziplinen zu vermitteln. Aber für die Leute, die sich für Robotik interessieren, wir haben, wie man hier sieht, eine ganze Menge von Vorlesungen, zum Beispiel die Robotik 1-Vorlesung, Einführung in der Robotik, ist ein Stammmodul im Studiengang Informatik. Dann aber auch weiterführende oder vertiefende Mastervorlesungen wie die Robotik 2, die Robotik 3, beziehungsweise die Wearable Robotics. Und Praktika zum Thema humanoide Robotik, aber ein Praktikum zur Robotik allgemein, was mit 6 ECTS, wie man sieht hier, oder 6 ECTS hat. Diese finden im Sommersemester statt. Im Dunkelgrün sieht man hier die Veranstaltungen, die im Wintersemester stattfinden. Also neben der Vorlesung Mechanische Informatik findet auch die Vorlesung Robotik 1 statt, aber auch die Praktika Lego Mindstorm und das Blockpraktikum Humanoide Robotik. Diese Veranstaltungen, die sind natürlich den unterschiedlichen Vertiefungsfächern der Informatik hier zugeordnet. Man sieht hier, dass die Vorlesung natürlich hier nicht auftaucht, weil die Vertiefungsfächer die beziehen sich auf den Bachelor, auf den Master und das ist, wie ich bereits erwähnt habe, eine Wahl-Bachelor-Vorlesung. Und ich freue mich, dass so viele von euch hier Interesse haben an das Thema und an dieser Vorlesung hier teilnehmen. Und man sieht auf der nächsten Folie, ich will nicht so sehr auf die Details eingehen, aus welchen Studiengängen in der Vergangenheit oder also aus welchen Studiengängen die Studierenden eigentlich kommen, die unsere Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen besuchen, aber auch wie diese Veranstaltungen in den unterschiedlichen Modulhandbüchern der Informatik, der Elektrotechnik, des Mechatronik- und Informationstechnik-Studiengangs, Maschinenbau und Informationswirtschaft. Hier nochmal der Hinweis auf die Vorlesung Robotik 1 in diesem Semester. Und wie ich bereits erwähnt habe, in dieser Vorlesung befinden wir uns gerade die Mechanische Informatik in der Robotik als die synergetische Integration von Methoden der Informatik, künstlichen Intelligenz und Mechatronik. Also wir werden uns mit Algorithmen, die für die Robotik wichtig sind, für das maschinelle Lernen wichtig sind. Wir werden uns mit dem Thema, mit der Beschreibung von dynamischen Systemen beschäftigen, mit neuronalen Netzen, mit tiefen neuronalen Netzen, aber insbesondere die Grundkonzepte. Ja? Also wir können natürlich in so einer Vorlesung nicht ein umfassendes Wissen vermitteln zu diesen unterschiedlichen Aspekten, aber die Grundkonzepte und die mathematischen Grundlagen dieser unterschiedlichen Themen. Wie ich bereits erwähnt habe, die Seminare in diesem Semester, Seminar Humanoide Robotik und das Seminar Neuronale Netze und Künstliche Intelligenz und die
Praktika, ein Blockpraktikum Humanoide Robotik, was am Ende des Semesters stattfindet und hoffentlich auch in Person, also nicht nur virtuell, und das Lego Mindstorm Praktikum, was bereits auch läuft. Weitere Details zu anderen Veranstaltungen findet man auf unserer Website. So, wie ich bereits erwähnt habe, ich komme aus dem Institut für Anthropomatik und Robotik, und Robotik ist vielleicht ein Begriff für jeden, aber Anthropomatik nicht. Das ist ein Kunstwort, was Professoren dieses Instituts hier geprägt haben, um die Wissenschaft der Symbiose zwischen Mensch und Maschine zu beschreiben bzw. zu betonen. Ja, das heißt, an diesem Institut sind Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich mit Fragestellungen der Entwicklung von intelligenten Systemen, die die Lebensqualität von Menschen erweitern, verbessern sollen. Das heißt, das sind jetzt humanoide Roboter, wie man sieht hier auf den Bildern. Das sind Exoskelette, also tragbare assistive Robotertechnologien, aber auch weitere Assistenzsysteme und Technologien, die von meinen Kolleginnen und Kollegen hier an den unterschiedlichen Lehrstühlen des Instituts bearbeitet werden. Das heißt, Bildverarbeitung und Fusion von Informationen, intelligente Sensor-Aktor-Netzwerke, Bildverarbeitung für die Mensch-Maschine-Interaktion, Sprachverarbeitung und Sprachverstehen und Sprachübersetzung, aber auch maschinelles Lernen für die Robotik und Medizinrobotik. Und das Institut, also die unterschiedlichen Lehrstühle, bieten eine ganze Menge von Lehrveranstaltungen, die die unterschiedlichen Aspekte oder unterschiedliche Themen hier der Robotik, Automation, aber auch der künstlichen Intelligenz hier abdecken. Ich will nur kurz hier eine Einführung in unsere Forschungsthemen, also was ich mache mit meiner Forschung, beziehungsweise was ich und mein Team hier in unserer Forschung machen. Wie ich bereits erwähnt habe, ich leite den Lehrstuhl für humanoide, für hochperformante humanoide Technologien. Das heißt, es geht um die humanoide Robotik, und man sieht hier das aktuelle Team, aus ein interdisziplinäres Team aus Informatikern, Mathematikern, Mechatronikern, Maschinenbauern, Physikern, die an unterschiedlichen wissenschaftlichen Fragestellungen hier arbeiten und forschen. Und daraus erkennt man, wie interdisziplinär das Team, wie interdisziplinär das Gebiet ist, und dass man mit der Expertise einer einzigen Disziplin wie Maschinenbau oder Informatik heutzutage nicht in der Lage ist, solche intelligenten Robotersysteme zu entwickeln. Die Interdisziplinarität von dem Gebiet Robotik, die geht schon weiter und erstreckt sich natürlich so Disziplinen der Neurowissenschaften, der Kognitionswissenschaften, aber auch der Psychologie oder der Materialwissenschaften, um performante, zum Beispiel Leichtbau-Roboter-Army, energieeffiziente Roboter-Army entwickeln zu können. Aber was wir machen hier in unserer Forschung, wir entwickeln humanoide Roboter, und wir entwickeln humanoide Roboter im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, tatsächlich angefangen mit dem Design, also CAD-Design von Roboterkomponenten, Robotersystemen, Händen, Gelenken, Arme, aber auch komplette Systeme, die mathematische Modellierung von diesen komplexen Systemen, die eine große Zahl von Bewegungsfreiheitsgraden haben. Und ganz intensiv forschen wir an den Themen Greifen und Manipulation. Das heißt, wie können diese Roboter hier Objekte und Gegenstände in der Umwelt, in der Gegend, in einer Szene manipulieren und mit der Umgebung interagieren. Also Tassen, Teller, Tourgriffe, damit man eine Tour beispielsweise aufmacht. Wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie diese Roboter aus Beobachtung des Menschen lernen und wie sie das Beobachtete oder das Gelernte aus der Beobachtung Gelernte
anpassen, verfeinern, adaptieren, basierend auf Erfahrung. Und ganz zentral, wenn man sich mit der humanoiden Robotik beschäftigt, ist natürlich der menschliche Körper. Ja, für uns steht in der Anthropomatik der Mensch im Zentrum. Deshalb die Symbiose der Wissenschaft, Anthropomatik als die Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, für uns in der humanoiden Robotik, wie sieht der menschliche Körper aus? Wie sind die einzelnen Bewegungen der Arme, der Beine, der Finger realisiert? Und wie kann man technische Systeme, also inspiriert durch den menschlichen Körper, performante technische Systeme entwickeln, die die Vielseitigkeit bzw. die Eleganz der Bewegung des Menschen nachbilden können. Und Mechanoinformatik taucht hier auch als ein Forschungsthema, was diese synergetische Integration von Methoden der künstlichen Intelligenz, der Informatik, also insbesondere im maschinellen Lernen und der Mechatronik, um komplette Systeme zu entwickeln. So, anders dargestellt, unsere Fragestellungen oder Forschungsfragen hier lassen sich in den ersten drei, das ist woran wir forschen und arbeiten hier. Wir entwickeln Roboter, wir haben damit angefangen, Haushaltsroboter zu entwickeln, die mit Menschen interagieren, wie man hier in dem Video sieht, mit Hilfe von natürlicher Sprache, mit Hilfe von Gesten. Roboter, die Objekte greifen und manipulieren sollen, das heißt zum Beispiel diesen Tisch aufräumen, die Tassen, die Teller in die Geschirrspülmaschine stellen, und Roboter, die aus Beobachtung des Menschen lernen und das Beobachtete verfeinern und adaptieren und erweitern, basierend auf eigener Erfahrung. Ganz wichtig ist natürlich die Interaktion und Kommunikation mit dem Menschen eine ganz zentrale Komponente von intelligenten Systemen. Das ist ein Thema, was durch meinen Kollegen Professor Alex Weibel hier am Institut abgedeckt wird und mit dem wir zusammenarbeiten, um zum Beispiel Spracherkennungssysteme, Dialogsysteme für die Interaktion mit unseren humanoiden Robotern zu verwirklichen. Und das sind unsere humanoiden Roboter, die AMA-Roboter. Man sieht hier die Entwicklung in den letzten 20 Jahren bereits als Doktorand und Postdoktorand. Die AMA-1 und AMA-2 hatte ich entwickelt und dann im Rahmen von mehreren Großforschungsprojekten hier in Kooperation mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am KIT die AMA-3-Roboter, der AMA-4-Roboter und jetzt aktuell hier der AMA-6-Roboter, den man hier sieht im Grund. Ich will auf die Details nicht eingehen, sondern nur so ein paar Aspekte hier erwähnen, damit man die Komplexität dieser Systeme so ein bisschen mal wahrnimmt. Ja? Also das sind jetzt keine Roboterarme wie die man in der Produktion beispielsweise sieht, die 6 Freiheitsgrade und irgendwelche spezialisierten Greifer hier haben, damit man perfekt schweißen kann oder polieren kann oder laserschneiden kann. Sondern das sind Systeme, die so entwickelt wurden, dass sie flexibel sind, also dass sie vielseitig sind und nicht nur eine einzige Aufgabe ausführen können. Also die sind nicht spezialisiert jetzt auf Geschirrspülmaschine aufmachen oder Geschirrspülmaschine zumachen oder Tassen greifen, sondern sie können alle eine Vielzahl von diesen Fähigkeiten, von diesen Funktionalitäten oder Assistenzfunktionalitäten, die man sich wünscht, wenn diese Roboter beispielsweise bei uns zu Hause wären und uns im Haushalt unterstützen. Und da sieht man hier den AMA 3, 3A und 3B im Rot, also 3A in Blau und 3B in Rot, was wir auf den Folien davor gesehen haben. Die haben eine ganze Menge von Bewegungsfreiheitsgraden, angefangen hier mit dem Kopf, mit 7 Gelenken und 2 Kameras pro Auge und 6 Mikrofone. Dann die Arme mit unterschiedlichen sensorischen Modalitäten für die Propriozeption, das heißt für die Wahrnehmung des internen Zustands des Roboters.
acht Freiheitsgrade, also Handy mit acht Bewegungsfreiheitsgraden, pneumatisch angetrieben und nicht elektrisch, zum Beispiel wie die Army, ein Torso und eine Holonomy, also eine mobile Plattform, die sich in beliebiger Richtung in der Ebene bewegen kann, also keine Beine, wie man sieht. Trotzdem sprechen wir hier von humanoiden Robotern, weil der Oberkörper natürlich der menschlichen Kinematik oder der menschlichen Morphologie hier empfunden ist. AMA 4, man sieht hier 63 Gelenke insgesamt, über 230 Sensoren, 70 Kilogramm, 170 Zentimeter hoch oder groß. Und man kann sich vorstellen, also die Beherrschung, zur Beherrschung der Komplexität von diesen Systemen benötigt man eine ganze Reihe von Methoden, von Daten- und recheneffizienten Methoden, um Bewegung beispielsweise in Echtzeit generieren zu können. Die Entwicklung hier, die geht weiter bei uns, wo wir nicht nur einfach die Systeme entwickeln, weil sie so cool aussehen und triviale Aufgaben oder einfache Aufgaben in der Küche ausführen sollen. Wir entwickeln diese Systeme weiter, um zu verstehen, was ist eigentlich der Knackpunkt, wo sind die Limitationen, was sind die Herausforderungen bei der Realisierung, bei der Entwicklung von Systemen, die intelligentes Verhalten aufweisen. Ja? Sieht man zum Beispiel hier bei dem AMA 6, neben dieser mechatronischen Entwicklung, geht es uns um die Frage, wie können wir ein System entwickeln oder einen Roboter entwickeln, der mit einem Menschen kooperiert, ja, physikalisch kooperiert, zum Beispiel etwas zusammentragen, zusammen manipulieren. Vielmehr, also dazu noch kommt, dass dieser Roboter in der Lage sein soll, zu erkennen, wenn ein Mensch Hilfe benötigt. Wenn ich mit jemandem kooperiere, dann wäre ja ganz interessant und wichtig und sogar für diese Kooperation und Interaktion sehr intuitiv, wenn die andere Person oder der Kooperationspartner erkennt, wenn Unterstützung oder Hilfe benötigt wird. Ansonsten würde der Roboter nur nerven und immer, kann ich dir helfen, kann ich dir helfen, kann ich dir helfen. Das ist ja nicht, was wir wollen. Wir wollen Systeme haben, die in der Lage sind, basierend auf deren Wahrnehmung der Umgebung, basierend auf Verständnis von der zugrunde liegenden Aufgabe, schlussfolgern können, dass ihre Unterstützung oder ihre Hilfe jetzt gerade benötigt wird und diese Hilfe auf eine proaktive Art und Weise dann anbieten. Man sieht hier ein paar Kenndaten oder Parameter von dem Roboter, auch eine große Anzahl von Sensoren und Aktoren, natürlich einen höheren Technologiereifegrad bei der Realisierung der unterschiedlichen Komponenten, aber auch eine große Anzahl von Sensoren zur Wahrnehmung der Umgebung inklusive des Menschen, weil wenn wir zum Beispiel Roboter entwickeln wollen, die Fähigkeit haben, dass sie erkennen, wenn ein Mensch Hilfe benötigt, dann müssen sie natürlich in der Lage sein, immer kontinuierlich Aktivitäten des Menschen zu beobachten, zu erfassen, zu interpretieren und daraus Schlussfolgerungen über Hilfe ja oder nein ziehen zu können. Die ganze Hardware und Software von diesen Systemen, die haben wir hier entwickelt. Also alles ist made am KIT, also die komplette Software, aber auch die komplette Hardware, die Gelenke, die Struktur, die Sensoraktoreinheiten, mit denen man die Army beispielsweise realisiert, die mobile Basis, das wurde alles hier am KIT entwickelt, an meinem Lehrstuhl. Für das Greifen und Manipulation sind natürlich die Endeffektoren, die Handy, ganz wichtig. Und da sieht man hier eine Auswahl von den Händen, die bei den unterschiedlichen AMA-Robotern zum Einsatz kommen und neulich auch Versionen von diesen Händen, die als personalisierte Handprothesen realisiert werden und an denen erforscht
wir erforschen, wie wir Wissen, was wir in der Robotik gelernt haben, in die Prothetik transferieren können, um intelligente und personalisierte Handprothesen zu realisieren, die die kognitive Belastung von den Nutzern reduzieren. So, zu Greifen und Manipulation, ich glaube, da weiß man, worum es hier geht. Das heißt, eine Tasse greifen und jemandem übergeben oder in die Geschirrspülmaschine tun, Aufgaben, die so kinderleicht aussehen. Aber diese Aufgaben, gerade das Greifen und die Manipulation, sind die größten Herausforderungen der Robotik. Denn das ist nicht eine reine kinematische Aufgabe, wo wir nur die Bewegung von dem Arm hier beschreiben müssen, um solche Aufgaben zu realisieren, sondern das ist eine komplette Fusion, Integration und Interpretation von multimodaler sensorischer Information, natürlich die Bildinformation, die Kinematik, also die Bewegungsinformation des Roboters, die Kraftinformation, wann der Roboter Kontakt mit der Umgebung oder wann der Roboter das Objekt überhaupt erfolgreich oder nicht erfolgreich gegriffen hat. Und da kann man sich vorstellen, dass hier vieles zusammenpassen muss und integriert werden muss, damit man solche Demonstrationen oder solche Aufgaben mit Hilfe von so einem Roboter realisieren kann. Hinzu kommt, dass das, was wir hier sehen in diesem Video, und das ist so das Video, was ich seit 2008 immer zeige, weil seit 2008 können wir tatsächlich mit unseren Robotern solche Aufgaben ausführen. Neben dieser Komplexität der motorischen oder sensormotorischen Fähigkeiten kommt natürlich die natürliche Interaktion mit Menschen mit Hilfe von natürlicher Sprache. Das heißt, der Benutzer, der instruiert den Roboter komplett hier mit natürlicher Sprache. Wie, bring me the green cup from the table, open the dishwasher, what can you see in my hand, bring me the milk from the fridge und so weiter und so fort. So, und um diese Aufgaben zu realisieren, ist Greifen zentral, fundamental und natürlich humanoide Roboter haben ja zwei Arme. Das heißt, die sollen auch diese zwei Arme nutzen, um beispielsweise zweihändige Manipulationen durchzuführen. Und da sehen wir hier Beispiele von sogenannten losgekoppelten, also koordinierten zweiarmigen Manipulationen beziehungsweise eng gekoppelter zweiarmiger Manipulation von Objekten, also wo praktisch beide Endeffektoren oder beide Hände die ganze Zeit während der Ausführung der Aufgabe hier zum Beispiel das Transportieren von dem Wok in der Küche in physikalischer Kontakt miteinander sind. Und wie wir wissen, auch für uns Menschen ist es nicht immer so direkt machbar, dass wir Objekte aufgreifen. Solche großen, flachen Objekte, die auf dem Tisch liegen, die schieben wir wie ein Buch zum Beispiel, eine Schokoladenbox und ähnliches, die schieben wir immer zum Rand, um sie greifbar zu machen. Das ist, was wir Pre-Manipulation for Grasping in dem Fall hier Pushing for Grasping, also dass der Roboter hier Push-Aktionen, Anschubs-Aktionen oder Gleit-Aktionen, wo er die Objekte verschiebt, um diese Objekte hier greifbar zu machen. Natürlich muss man sich vorstellen, der Knackpunkt ist nicht nur natürlich diese Aktionen auszuführen, um diese Schokoladenbox jetzt hier zum Rand des Tisches zu bringen, sondern der Knackpunkt ist zu verstehen, dass es momentan nicht greifbar ist und dass man das Objekt so schieben muss, damit man es greifbar macht. Und da werden wir einige Aspekte vielleicht dazu in dieser Vorlesung, aber auf jeden Fall in den vertiefenden Vorlesungen Robotik 2 und Robotik 3 hier dazu sehen. Und das Greifen beinhaltet natürlich eine ganze Menge von Teilaufgaben und von herausfordernden Teilaufgaben für die Robotik, aber auch für die Algorithmik. Ja. Zum Beispiel die Suche nach dem besten Griff, um diese Sprühflasche hier auf dem Tisch zu greifen. Da sieht man hier, dass man eine ganze Menge von Griffen hat, dass man natürlich einen Griff auswählen muss, dass man eine bestimmte Trajektorie des Roboters zum Zielobjekt berechnen muss. Oh, das war zu schnell. Eine Zieltrajektorie,
eine Zieltrajektorie, also zunächst mal ein Griff von einer gegebenen, vielleicht vorberechneten Menge von Griffen für dieses spezielle Objekt, wo man den Roboter am besten positionieren kann unter Berücksichtigung von anderen Hindernissen, die in der Szene vorkommen können. Die Generierung von einer Ganzkörperbewegung, also sowohl für die mobile Basis als auch für die Army, um diese beste Position, also beste Positionierung des Roboter zu fahren und anschließend natürlich das Greifen von dem Objekt, was wir gleich sehen. Beim Greifen geht es auch nicht nur die Objekte vielleicht in die eine Hand zu kriegen, sondern auch die Objekte von der einen Hand in die andere Hand zu nehmen. Ja, das ist, was wir Menschen so auf eine ganz leichte, also kinderleicht eigentlich machen. Benötigt natürlich hier eine genaue Lokalisierung, ja, eine genaue Lokalisierung von dem gegriffenen Objekt in der Hand des Roboters, damit man einen Griff für die andere Hand berechnen kann und diese Aufgabe ausführen kann. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht und die Folien vertauscht, denn nachdem wir hier alles Mögliche simuliert haben, den Griff, die Positionierung vom Roboter, und dann die Ausführung der Arm- oder Plattformbewegung müssen wir das natürlich in der Realität ausführen. Und da sieht man hier, wie diese Teilaufgaben, die zu einer Lösung fusioniert wurden, in der Simulation, in der Realität realisiert werden. Eine große Herausforderung beim Greifen. Oder das Greifen eigentlich fehlt und steht mit der Information, die man über die Objekte hat. Das heißt, wenn man natürlich komplettes Wissen über die Objekte, also die komplette Geometrie, vielleicht Gewicht auch noch dazu und die Griffe auf dem Objekt, was man ja alles berechnen kann vorher mit Hilfe von Greifsimulatoren, dann geht es natürlich nur um die Ausführung, wie man sieht, hier robuste Ausführung in der realen Welt, wo die visuelle Wahrnehmung hier die Objekte und deren erkennt und deren Positionen zuverlässig schätzt. Aber wir können nicht erwarten, dass diese Roboter immer perfektes Wissen über die Objekte haben. Stellen wir uns mal vor, ein Küchenroboter. Der hat einige unserer Objekte, Küchenobjekte gelernt, von denen hat er Modelle und jetzt gehen wir einkaufen und kaufen wir andere Objekte. Und deshalb soll der Roboter in der Lage sein, natürlich auch diese neuen Objekte zu greifen oder soll in der Lage sein, zu lernen, wie er diese neuen Objekte greift. Und das sind Aspekte oder Themen, die wir hier auch in unserer Forschung adressieren. Das heißt, man sieht hier mit Hilfe von tiefen CNNs, wie wir neuronale Netze trainieren, und zwar mit tiefen Bildern und mit Greifinformationen, die wir in Simulatoren generieren. Und wo der Roboter dann während der Ausführung nur Tiefeninformationen hat. Das heißt, er hat kein 3D-Modell von dem Objekt, er hat keine visuellen Ansichten von dem Objekt, er hat nur eine 3D-Tiefeninformation hier von diesem Salz hier beispielsweise und kann er, wie man in dem Video hier sieht, einen Griff auf dieses oder für dieses Objekt generieren und eine komplette kollisionsfreie Trajektorie hier zur Greifpose, zur generierten Greifpose erzeugen. Und um mit unbekannten Objekten umgehen zu können, verfolgen wir oder forschen wir an Methoden, die Aktionen des Roboters mit Informationen aus der Bildverarbeitung und aus der Haptik fusionieren, um Objekte zu entdecken in einer Szene. Also wo kann überhaupt ein Objekt in der Szene sein? Gehören diese ganzen Dinge, die man sieht auf dem Tisch, zu einem Objekt oder wo sind die Grenzen von einem Objekt? Wenn die Information nicht vorher vorhanden, dann muss der Roboter selber entdecken, was ist eigentlich ein Objekt? Und da sieht man hier, dass der Roboter zunächst mal initiale Hypothesen generiert, basierend auf visueller Information. Sieht man hier in dem Video und dann führt er eine Push-Aktion, um die Szene zu verändern, um zu sehen, welche Merkmale bewegen sich
auf einem rigiden Objekt. Das heißt, es sind so Kandidaten dafür, dass sie auf dem gleichen Objekt sind. Und nach eins oder zwei von diesen Push-Aktionen hat man eine sehr gute Segmentierung von dem Objekt in der Szene hier, was man dann natürlich auch greifen kann. Und man sieht hier, dass der Griff korrigiert wird, basierend auf der haptischen Information von den Fingerspitzen. Manipulation bedeutet, wie ich bereits gesagt habe, zweihändiges Greifen oder zweihändige Manipulation. Und da sieht man hier Beispiele von einer kooperativen Entschuldigung, das wollten wir ja stoppen. Genau, da sieht man hier Beispiele der kooperativen ein- und zweihändigen Manipulation. Das heißt, wo der Roboter zusammen mit einem Techniker hier solche Abdeckungen von einem Fließband beispielsweise entnehmen kann, transportieren kann zu Abstellpositionen, aber auch nach der Reparatur vielleicht diese Abdeckungen wieder in die richtige Stelle zusammen mit einem Menschen bringt. Und da sieht man hier eine ganze Menge von Fähigkeiten, die so ein Roboter haben kann. Also zum Beispiel zu verstehen, basierend auf Kraftinformation, also in dem Beispiel hier, der Mensch, der führt den Roboter, indem er tatsächlich Kräfte an diese Abdeckung, an dieses Guard mal ausführt und dass diese Kräfte dann so interpretiert, also entsprechend die Bewegungskommandos für die einzelnen Aktoren oder auf entsprechende Bewegungskommandos für die einzelnen Aktoren abgebildet wird. Unter Berücksichtigung natürlich der Intention oder das, was der Mensch will, basierend auf den Kräften, die der Mensch tatsächlich hier ausführt. So, der zweite oder dritte Teil oder Bereich von unserer Forschung ist das Lernen vom Menschen und zwar aus Beobachtung des Menschen und das Adaptieren von gelerntem Wissen basierend auf Erfahrung. Und hier verfolgen wir das Ziel, dass wir genauso wie in der natürlichen Sprache, wo wir eine endliche Menge von Buchstaben haben für jede natürliche Sprache, auch ein Bewegungsalphabet für die Robotik erstellen wollen. Das heißt, so eine Bibliothek aus sogenannten Bewegungsprimitiven, die man zum Beispiel mit HMMs, mit dynamischen Systemen repräsentieren kann oder mit irgendwelchen anderen parametrischen Approximationen von Funktionen. Und wo man diese Primitiven, also diese Elemente des Bewegungsalphabets nehmen kann und miteinander aneinander anreihen kann, also Sequenzierung, ja, Verkettung von Bewegungsprimitiven, um komplexe Aufgaben auszuführen. Also zum Beispiel Salat vorbereiten wäre das Schneiden, Salat in die Schüssel tun, Öl in die Schüssel tun, Pfeffer, Salz und so weiter und so fort und dann rühren. Und wie man sieht hier, das ist ja eine begrenzte Anzahl von Aktionen oder eine Menge von Aktionen, die man braucht, um solche Aufgabe auszuführen. Und das Ziel ist, sowas vom Menschen zu lernen. Da sieht man hier Beispiele, wie man hier zum Beispiel das Greifen abstellen von einem Objekt, nachdem man das gelernt hat, dann kann der Roboter eine Tasse an beliebiger Stelle greifen, beliebiger Stelle ablegen oder das Verschieben von einem Objekt nach links, nach rechts, nach oben. Das heißt, das ist dann ein Element, was man parametrisieren kann mit der Richtungsinformation oder das Lernen hier vom Tisch wischen, also wie der Tisch zu wischen ist durch Beobachtung des Menschen, aber auch die Generalisierung von diesem gelernten Wissen auf unterschiedliche Oberflächen. Also nicht nur den Tisch, sondern auch konvexe und konkave Oberflächen, wie beispielsweise Waschbecken oder Badewanne und so weiter,
was ja hier durch dieses gedrehte Wok auf dem Tisch visualisiert oder dargestellt werden soll. Und uns interessieren nicht nur Einarm-Aktionen und nicht nur zweiarmige Aktionen, also zweihändige Manipulationen, sondern uns interessieren Ganzkörperbewegungen des Menschen. Und um dieses Bewegungsalphabet zu lernen, generieren wir Daten in einem Bewegungserfassungsstudio, was man hier sieht, wo Menschen unterschiedliche Aktionen ausführen, laufen, wischen, rühren, beziehungsweise hier jemanden waschen, beziehungsweise trocknen, jemanden unterstützen beim Waschen und beim Trocknen, also wo man zwei Personen hat. Treppen steigen mit Geländer zum Beispiel, wo alle diese Daten natürlich, diese Aufnahmen verarbeitet werden, segmentiert, unterteilt werden in die wichtigen Elemente, natürlich mit Hilfe von Methoden des maschinellen Lernens. Und das Ziel ist, aus Beobachtung des Menschen hier, was wir sehen, Bewegungen für Roboter zu generieren. Ja, das heißt, man sieht hier einen Mensch, der über diese Wippe läuft, und wir wollen natürlich unabhängig vom Lehrer sein, das heißt unabhängig davon sein, ob die Person, die die Aufgaben demonstriert, groß, klein, dick, dünn ist. Deshalb benutzen wir dieses Referenzmodell vom menschlichen Körper, was man hier sieht, um die Bewegung zu normalisieren und von dort um Bewegungen vor einen humanoiden Roboter zu übertragen. Und was ganz zentral dabei ist, die Tatsache, dass man die Bewegungen nicht kopiert, sondern man muss die Bewegung verstehen. Ja? Das heißt, es geht um das Verständnis von menschlichen Demonstrationen. Wenn ein Roboter sowas sieht, was ein Mensch rührt jetzt etwas oder rührt ein Schlagei oder Teig in dieser Schüssel, dann was ist eigentlich wichtig jetzt für die Aufgabe? Natürlich vielleicht die Bewegung auf jeden Fall wichtig, aber diese Bewegung nicht nur die Bewegung vom ganzen Körper, sondern auch wie die Hand die unterschiedlichen Werkzeuge hier greift oder festhält. Ist das eine einarmige Manipulation oder zweiarmige Manipulation? Bei dieser Aufgabe sieht man, dass die linke Hand beispielsweise die Schüssel festhält, während man da drin rührt. Wie ist die Relation von diesem Schneebesen hier zu der Schüssel? Und welche Kontakte werden eigentlich ausgeübt auf den unterschiedlichen Objekten, um eine Aufgabe erfolgreich auszuführen? Das heißt, man sieht hier eine ganze Menge von Fragen, die beantwortet werden müssen und die man aus der Beobachtung des Menschen verstehen muss, damit man dieses Bewegungsalphabet erzeugt, also damit man ein Bewegungsalphabet erzeugt, was sinnvoll ist und was verwendbar ist, das heißt, was trägt. Ja? Ansonsten haben wir nur Kopien von irgendwelchen Bewegungen, die keinen Sinn machen, beziehungsweise der Roboter könnte sie vielleicht ausführen, aber man kann sie nie adaptieren auf eine andere Situation. Denn hier Rühren von einem Teig oder von Zucker in so einer Cocktail, stellen wir uns mal, ist ein Cocktail drin, das ist ja das Gleiche. Aber man muss mal das, was wir einmal für ähnliche Aufgaben gelernt haben aus Demonstrationen des Menschen, übertragen können auf neue Aufgaben. Das heißt, die Frage ist, wie können wir diese Aktionen, die Menschen ausführen, repräsentieren? Also wir müssen ja eine gewisse Mathematik oder Grundlagen, also fundierte Grundlagen hier haben. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt nur die Trajektorie nehmen und die Zeitstempel für die einzelnen Punkte der Trajektorie abspeichern. Das wird ja nie funktionieren. Deshalb müssen wir uns fragen, welche mathematischen oder Methoden des maschinellen Lernens sind hier geeignet, um diese Aktivitäten, also Aktivitäten als Sequenzen von Aktionen oder einzelne Aktionen repräsentieren zu können. Und zwar auf eine Art, die uns erlaubt, diese gelernten Skills oder Fähigkeiten auf neue Situationen zu adaptieren. Und da werden wir in der Vorlesung einige Varianten hier sehen, also wie wir jetzt so ein Element aus diesem Bewegungsalphabet, wir nennen das Bewegungsprimitiven,
sieht man hier eine von uns vorgeschlagene Repräsentation von einer Bewegungsprimitive, wo man hier die Demonstration des Menschen und dann versucht, diese Demonstration des Menschen durch zwei Funktionen zu darzustellen. Ja, also man sieht hier ein H- und eine F-Funktion. Auf der einen Seite ist eine sehr einfache Funktion, ist ein Gerade oder irgendein Polynom, was vielleicht Start- und Endpunkt der Bewegung miteinander verbinden. Und da sieht man hier auf der anderen Seite eine Verteilung, ja, also wo wir natürlich die Variationen vielleicht der unterschiedlichen Demonstrationen des Menschen berücksichtigen können und wo wir die Differenz oder die Distanz zwischen einer linearen Bewegung zwischen Start und Zielpunkt zu der Bewegung, die der Mensch ausgeführt hat, weil der Mensch hat ja wahrscheinlich keine gerade Trajektorie zwischen A und B demonstriert, sondern irgendwas, was vielleicht anders aussieht. Und dieses anders Aussehen, wir wollen auch menschenähnliche Bewegungen realisieren, dieses anders, was anders aussieht, müssen wir auch darstellen, zum Beispiel hier mit F. Aber mehr dazu in der Vorlesung. Aber wenn wir sowas hätten, dann können wir sowas machen. Das heißt, wir lernen hier oder der Roboter lernt, wie man hier dieses Objekt durch diese Öffnung hier der Leiter einer anderen Person auf der anderen Seite überreicht. Und da sieht man hier mit Hilfe von dieser Formulierung von diesen Bewegungsprimitiven sind wir in der Lage, ohne eine neue Bewegung nochmal zu lernen, erneut zu lernen, bei einem neuen Objekt, was länger ist und was zu einer Kollision hier mit der Leiter führen würde, wenn man dem jemanden hier übergeben soll. Das heißt, wir können diese gelernte Fertigkeit oder diese Bewegungsprimitive so adaptieren, dass wir einfach in der Mitte nur ein bisschen drehen. Das heißt, wir fügen ja einen zusätzlichen Punkt, deshalb vielleicht der Name via Point Movement Primitives, aber die Details werden wir in der Vorlesung auch hier kennenlernen. Auf der anderen Seite sehen wir hier, dass beim Greifen von diesem Objekt in dieser Situation immer zu Kollisionen kommt. Und natürlich könnte man jetzt eine neue Greifaktion hier lernen, aber vielleicht effizienter wäre, wenn man einen Zwischenpunkt einfügt in die gelernte Fähigkeit, die praktisch den Arm von diesem Hindernis wegführt und das Zielobjekt hier und das erfolgreiche Greifen von dem Zielobjekt ermöglicht. Das ist also so die Adaption. Das heißt, wir haben irgendeine Bewegung wie übergeben oder greifen und wir können sie adaptieren mit Hilfe von irgendwelchen Repräsentationen, die natürlich Mathematik mit maschinellem Lernen verbinden. Denn diese Bewegungen, die sollen auch Variationen der Ausführung, die ein Mensch normalerweise hat, auch berücksichtigen. Also nicht nur ein einziges Beispiel, sondern vielleicht unterschiedliche Beispiele. Und da werden wir sehen, wie wir damit umgehen können, wie wir unterschiedliche Demonstrationen berücksichtigen können und die Varianz in den Demonstrationen in die Repräsentation einfließen lassen, um eine bessere Generalisierung zu ermöglichen. Aber das ist nur eine bessere Adaption zu ermöglichen. Das ist nur eine Adaption, aber was ganz wichtig ist natürlich, wie können wir das, was wir gelernt haben, generalisieren? Ja? Das heißt, wenn wir sehen hier ein Beispiel, der Roboter soll jetzt den Ball, also diesen Teller hier treffen mit dem Ball, also den Ball so werfen, dass man den Teller trifft. Und natürlich, wenn man sowas gelernt hat, da gibt es ja unterschiedliche Randbedingungen. Also beispielsweise die neue Aufgabe, natürlich dieser Teller kann ja in einer anderen Position sein und es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, den Teller zu treffen. Denken wir an Billardspielen, man kann direkt zu einem Ball schießen oder man kann gegen die Kante schießen, damit man den Zielball erwischt. Und das ist tatsächlich, was der Roboter hier macht. Das heißt, der Roboter hier hat ein Verständnis von den Constraints der Aufgabe. Also in dem Fall, dass man die Wand hier nutzen kann, um den Ball hier gegen die Wand zu werfen und den Teller hier zu treffen.
Soweit werden wir in dieser Vorlesung aber nicht gehen, sondern natürlich in den vertiefenden Vorlesungen. Aber wir werden die Unterschiede zwischen Adaption von etwas, was man gelernt hat, von einer Bewegungsprimitive und Generalisierung von einer Bewegungsprimitive zum Beispiel lernen. Und ich hoffe, dass das euch so begeistern wird, dass ihr im weiteren Studium euch vertiefen werdet in den jeweiligen Themen. Nun habe ich jetzt einzelne Aspekte dargestellt, wie wir die Roboter bauen, wie wir Griffe generieren, einhändige Griffe, zweihändige Griffe in Kooperation mit dem Menschen, ohne Kooperation mit dem Menschen, wie diese Aktionen des Roboters aus Beobachtung des Menschen gelernt werden können, sogar wie der Mensch auf natürlich-sprachliche Kommandos reagiert, bring me the green cup, open the dishwasher und so on. Und was ganz zentral und wichtig für die Realisierung von diesen von intelligentem Verhalten in der Robotik ist, wie tut man alles zusammen? Wie bringt man, wie integriert man alles zusammen? Nicht nur jetzt die Aktoren und die Sensoren in dieser schönen Form von dem Roboter zusammenzubringen, sondern die Funktionalitäten. Ja, das heißt, wir brauchen komplexe Strukturen, die das für uns beschreiben. Und natürlich ist es ein großes Forschungsthema in den Kognitionswissenschaften. Wie sehen kognitive Strukturen in der Biologie aus? Also was haben wir? Wie funktionieren wir Menschen? Wir verstehen natürliche Sprache, basierend auf irgendwelche Äußerungen in natürlichen Sprachen. Verstehen wir, was ist das Verb, also was zu tun? Schneide den Salat beispielsweise. Wir verstehen, dass es Salat ist, das Objekt, das ist Schneiden. Automatisch verstehen wir, dass wir ein Messer dazu brauchen, dass wir ein Brett wahrscheinlich unter dem Salat tun müssen, damit wir und so weiter und so fort. Und für einen Roboter geht es noch weiter. Das heißt, aus dieser natürlichen Sprache, aus dem Verstehen natürlicher Sprache, müssen wir letztendlich wirklich Bewegungen erzeugen. Das heißt, wir müssen diese Beschreibungen der Aufgabe oder der Task, ja, müssen wir das abbilden auf eine Menge von Skills, also von Fähigkeiten, die der Roboter ausführen kann, die zum Beispiel mithilfe von diesen Bewegungsprimitiven repräsentiert sind, vor Wischen, vor Schneiden, vor Abstellen, vor Schieben und so weiter und so fort. Und da gibt es in der Literatur eine ganze Menge von Forschungsaktivitäten zum Thema kognitive Strukturen. In unserer Forschung verfolgen wir oder lassen wir uns gerne inspirieren von der Literatur, wie diese kognitiven Strukturen im Allgemeinen aussehen. Es gibt verschiedene Ausprägungen hier davon, aber das ist mehr oder weniger die Art und Weise, wie die Strukturen für diese funktionale Integration in den AMA-Robotern realisiert ist. Das heißt, auf der untersten Ebene haben wir irgendwelche elementaren, generischen Repräsentationen von Fähigkeiten, also greifen, abstellen, wischen, mixen und so weiter und so fort. Und drunter ein Hardware-Abstraktionslevel, das heißt, sie sind zunächst mal roboterunabhängig, ein Hardware-Abstraktionslevel, der diese Aktionen vielleicht auf den AMA-Roboter oder auf einen anderen Roboter, auf den ICAP-Roboter beispielsweise abbildet. Aber die symbolische Information, wie verstehen, was ist die Aufgabe, bring me the green cup from the sideboard oder help me to prepare salad oder und so weiter und so fort, was ja über natürliche Sprache eigentlich mit kommuniziert wird mit dem Roboter und wo man dieses Verständnis, wie ich bereits erklärt habe, aus dem Gesprochenen haben muss. Was ist jetzt die Aktion? Was sind die Objekte, die involviert sind? Sind alle Objekte überhaupt da? Kann ich überhaupt alle Aktionen, die man aus der natürlichen Sprache verstanden hat, ausführen? Kann ich bestimmte Aktionen durch andere ersetzen? Zum Beispiel Wischen durch Mixen. Ich weiß, wie man den Tisch wischt, aber ich weiß nicht, wie man einen Salat, ein Cocktail mixt, ja, oder Zucker in einer Tasse rührt. Ja. Kann ich irgendetwas durch irgendwas anderes ersetzen?
Oder ich suche eine Salatschüssel. Ich brauche eine Salatschüssel, um die Aufgabe auszuführen, aber ich finde meine Salatschüssel nicht. Ich kann vielleicht die Mischschüssel nehmen, statt die schöne, quadratische oder glasige Salatschüssel, die man normalerweise hier für die Aufgabe braucht. Das heißt, man hat hier so symbolische, abstrakte Repräsentationen von der Aufgabe, aber die alles spezifizieren, ohne jetzt Bezug auf die echte Hardware. Und die Herausforderungen, die man in der sogenannten Embedded AI, also in der robotischen KI, die wir hier machen, ist, wie man hier symbolische Repräsentationen, die zum Beispiel von natürlicher Sprache kommen oder die man abstrakt schreibt, wie Move, zum Kühlschrank, öffne den Kühlschrank, greife den Apfelsaft. Man sieht, das ist ja ganz high level. Wir haben ja noch, wir wissen noch nicht, wo der Kühlschrank ist. Wir wissen noch nicht, wo der Apfelsaft ist und so weiter und so fort. Das heißt, die große Herausforderung ist, solche Aktionen hier auszuwählen und so zu parametrisieren, dass sie ausführbar sind in der aktuellen Situation. Das heißt, einen Plan zu erzeugen. Und diesen Plan, natürlich muss man die Ausführung von diesem Plan muss man kontinuierlich beobachten. Und dieser Plan ist nichts anderes als eine Folge von Aktionen, die wir hier haben und die wir kennen, die generisch repräsentiert sind. Zum Beispiel in unserem Fall hier mit Hilfe von hierarchischen State Charts. Und die mit Hilfe von einer Hardware-Abstraktions-Layer auf die zugrunde liegende Hardware, also Roboter, abgebildet werden können. Aber es ist nicht nur der Weg hier, dass wir solche Pläne ausführen, sondern es ist eigentlich, wie können wir jetzt diese Pläne oder Pläne generieren, basierend auf der aktuellen Situation. Wenn wir jetzt Salat vorbereiten wollen, dann gucken wir eigentlich, wo ist jetzt die Salatschüssel, ist der Tisch frei, sodass ich dass ich ein Brett dort tun kann und anfangen, den Salat zu schneiden. Das heißt, man muss natürlich schauen, was ist los gerade in der aktuellen Situation. Und aus diesem, was los ist, nennen wir natürlich, was der Roboter gerade wahrnimmt und vielleicht auch mit Unterstützung von dem, was der Roboter kennt, weil der Roboter kennt ja bestimmte Objekte und vielleicht weiß er, wie man mit bestimmten Objekten umgehen kann, ja, wie man sie greift, dass man darin was tun kann. Deshalb haben wir hier ein Mid-Level in dieser Struktur, und zwar als eine Gedächtnisstruktur realisiert. Und in dieser Gedächtnisstruktur oder diese Gedächtnisstruktur ist nichts anderes als Mediator zwischen dieser symbolischen Ebene und subsymbolischen oder sensomotorischen Ebene hier. Und man sieht hier unterschiedliche Typen von Gedächtnis, also Prior Knowledge, also Wissen, was schon bekannt ist, zum Beispiel Modelle der Objekte, Modelle des Raumes, also der Küche beispielsweise, Modelle vom Roboter. Irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel der Physik, ja, dass jedes Objekt eine Gravitation und würde runterfallen, wenn nichts, keine Unterstützung von einem anderen Objekt da ist. Also Sachen, die man so kennt und die man nicht unbedingt lernen muss vom Scratch, ja. Dann haben wir ein Working Memory, in dem alles praktisch abgespeichert wird, was der Roboter gerade wahrnimmt. Also alle Bilddaten, alle Kräfte, alle Sprachkommandos und so weiter und so fort. Also riesige Datenmengen. Natürlich könnte man sich vorstellen, Bilddaten mit 30 Frames pro Sekunde, die Kraftinformation oder die Gelenkwinkelinformation mit 1 Kilohertz Taktfrequenz. Und diese Daten, die in dieser Rohform einfach irgendwie abzulegen im Gedächtnis, ist eigentlich so fast unverantwortlich oder macht keinen Sinn. Und deshalb ist die Herausforderung, wie man aus diesen Rohdaten die sinnvolle Information extrahiert, also wie man aus diesem Working Memory lernt, etwas lernt, zum Beispiel ein neues Objekt, zum Beispiel eine neue Aktion, zum Beispiel eine neue Relation zwischen einem Objekt und einer Aktion oder zwischen Objekten in einer Szene und die man so in einem Long-Term Memory beispielsweise speichert und dann basierend auf diesem Long-Term und auf dem aktuellen Zustand der Umwelt, der Welt, ja,
eine sogenannte Domain Description, also eine Beschreibung von der aktuellen Domain, aktuellen Szene mit der natürlich Aufgabe, Ziel der Aufgabe, um einen Plan zu generieren, um Salat vorzubereiten oder um den Tisch für zwei Personen zum Beispiel zum Abendessen zu decken. Und das ist, was man tatsächlich hier sieht. Das heißt, der Roboter soll jetzt einen Menschen tatsächlich beim Vorbereiten von Abendessen unterstützen. Und da sieht man hier diese Teil von dieser Struktur. Ein Plan, was erzeugt wird. Für zwei Personen brauche ich zwei Tassen. Die müssen ja irgendwo auf dem Tisch abgestellt werden. Der Roboter weiß, ich kann diese Aktionen ausführen, aber Teller und Besteck kann ich noch nicht greifen. Deshalb werden diese Teilaufgaben dem Menschen zugeordnet. Das heißt, der Mensch würde das hier machen. Ähnlich zum Salatschneiden, wenn der Roboter noch keinen Salat schneiden schneiden kann, dann wird die Aufgabe vom Menschen übernommen. Wir sehen hier die Situation, wo der Roboter jetzt nach dieser Salatschüssel sucht, die aber nicht findet, findet aber diese Mischschüssel hier und weiß aber, dass die zwei Objekte ähnliche Funktionalitäten haben, ähnliche Affordanzen haben. Also ich kann in beiden etwas reintun und deshalb entscheidet er sich dafür, dass man hier Salat in dieser Mischschüssel machen kann und so weiter und so fort. Und was ich mit dem hier, das könnt ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal sehen, könnt ihr die entsprechenden Papers hier zu den Arbeiten nachlesen, falls Interesse da ist. Aber was ich hier betonen will, das sind hier nicht nur diese reinen Aktionen, die man in dem Video sieht, sondern das sind eine ganze Menge von Methoden der KI, auch der klassischen KI, also wo Pläne automatisch, symbolische Pläne automatisch generiert werden, wo basierend auf Äußerungen des Menschen tatsächlich diese ganze Aktion wird initiiert durch den Sprachbefehl Ama, please help me to prepare dinner for two people. Ja, das heißt, wo der Roboter natürlich gewisses Wissen hat, was Dinner, wie dieses Koch, also wie Dinner vorbereiten für zwei Personen ist. Das bedeutet, dass ich immer zwei von jeder Entität brauche, Teller, Tassen, Besteck und so weiter und so fort, Stühle, ja. Also der klassischen KI, aber natürlich des maschinellen Lernens, wo der Roboter basierend auf eigener Erfahrung gelernt hat, dass beispielsweise die Salatschüssel durch diese Mischschüssel ersetzt werden kann. Das Rühren von dem Salat ähnlich zum gewissen Grad zum Wischen vom Tisch ist und deshalb diese Aktionen, die er schon kennt, einsetzt, um neue Aufgaben hier zu realisieren. Nun geht es weiter. Der Roboter kann hier Text Mining machen. Also Katja kam hier zum Abendessen und sie hat nach Cola gefragt und der Roboter weiß, dass wir kein Cola zu Hause haben, aber durch Text Mining Methoden hat er so eine Art Lookup-Tabellen erzeugt, in denen steht, dass Cola und Multivitaminsaft zwei Getränke sind und wenn das eine Objekt fehlt, kann man natürlich dieses Objekt, in dem Fall jetzt Cola, durch Multivitaminsaft ersetzen. So, und das ist, worum es mir geht in dieser Vorlesung, Mechanoinformatik, also wie wir Methoden der künstlichen Intelligenz, Methoden der Informatik, insbesondere maschinelles Lernen und der Robotik und Mechatronik, also Vision, Control, Mechatronik, wir werden natürlich nicht darauf eingehen, wie wir jetzt einzelne Komponenten von einem Roboter entwickeln und bauen mit der eingebetteten Elektronik und Ähnliches, sondern wir nehmen an, dass wir so ein gewisses Verständnis hier haben und wollen wir aber schauen, wie wir so funktionale Systeme haben, die Methoden der unterschiedlichen Disziplinen, KI, Informatik, insbesondere maschinelles Lernen, Robotik und Mechatronik. So, das heißt, Mechanoinformatik ist für uns auf der einen Seite, oder für mich zumindest, ja, ist künstliche Intelligenz für die Robotik, wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, ist auch Methoden der Informatik, insbesondere maschinelles Lernen.
Methoden der Mechatronik und natürlich in der humanoiden Robotik oder allgemein auch in anderen Arten der Robotik spielt Biologie eine ganz große Rolle. Nicht nur die Art und Weise, wie wir unsere humanoiden Roboter oder ihre Handy hier entwickeln, sondern die Art und Weise, wie Information verarbeitet wird, die Art und Weise, wie Gedächtnisstrukturen zum Beispiel für technische Systeme aussehen können. Das ist natürlich alles inspiriert von vielen Arbeiten in der Biologie, in den Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften und deshalb hier die vier Ecken oder die vier Stützfüße von der Mechanoinformatik. Also, wenn man versucht, hier eine Definition anzugeben, dann ist das für die Mechanoinformatik, dann ist das die synergetische Integration von Mechanik, Elektronik, Control, Computer Engineering, das ist vielleicht alles Mechatronik, ja, bis jetzt, also Mechanik, Mechatronik, Control, Computer Engineering mit Methoden der Informatik, künstlichen Intelligenz, um intelligente Systeme zu realisieren. Was bedeutet konkret nach dieser Einführung? Das wird eine interaktive Vorlesung sein. Wie ich bereits erwähnt habe, wir werden die Vorlesungen aufzeichnen. Ich werde auch die Vorlesungen natürlich halten, die Vorlesung in Zoom aufzeichnen und auf YouTube zur Verfügung stellen. Aber im Anschluss an jeder Vorlesung werden wir eine halbe Stunde Diskussion und Rückfragen zu unterschiedlichen Aspekten. Zu den Themen, ich habe kein jetzt Lehrbuch empfohlen hier für die Vorlesung, weil ich kann natürlich euch ein Lehrbuch jetzt hier für künstliche Intelligenz oder eins für maschinelles Lernen empfehlen, aber das würde da nicht alles decken. Und deshalb ist es wirklich das Ziel dieser Vorlesung, so die wichtigen, grundlegenden Aspekte aus den unterschiedlichen Ecken mal hier euch zu vermitteln. Also natürlich die mathematischen Grundlagen der Robotik. Es ist ein bisschen Überlappung mit Robotik 1, die erste Vorlesung hier, aber das brauchen wir. Wir müssen ja wissen, worüber wir reden, wenn wir Kinematik oder Suche nach einer kollisionsfreien Trajektorie im Raum und Ähnliches. Deshalb hier die Algorithmen aus der Robotik. Dann ein bisschen zur Mathematik, die man so als Basics braucht, wenn man sich mit Themen des maschinellen Lernens beschäftigt. Also alles, was man aus linearer Algebra und Statistik vor, sag ich mal, einfache Methoden des maschinellen Lernens zu verstehen, aber auch was Optimierung heißt und was Wahrscheinlichkeiten. Dann, was ist eigentlich KI? Also jeder redet zurzeit über KI, aber wissen wir überhaupt, was KI ist? Und insbesondere hier für mich oder für uns in unserer Forschung, wir interessieren uns für Embodied AI, also die Verkörperung von KI durch Roboter oder durch humanoide Roboter, auch die Erfahrbarmachung von KI durch humanoide Roboter. Und da werden wir Sachen lernen, wie Regression, Klassifikation, Clustering bedeutet. Anschließend werden wir uns mit dem Thema neuronale Netze und die grundlegenden Algorithmen beschäftigen, aber auch mit dem Thema der Beschreibung von linearen dynamischen Systemen. Ja, insbesondere die Zustandsraumbeschreibungen von diesen Systemen und ganz am Ende die Aktionsrepräsentation. Also wie können wir diese Bewegungsprimitiven, die wir heute ein bisschen gesehen haben, also diese Elemente von dem Bewegungsalphabet mathematisch oder in einem Rechner repräsentieren, zum Beispiel mithilfe von dynamischen Systemen. Wir werden hier Übungen zu den unterschiedlichen Themen in MATLAB, aber auch in Python hier durchführen und als Material natürlich die Folien der Vorlesung, aber auch ausgewählte Publikationen oder Übersichtsartikel, die die unterschiedlichen Aspekte näher oder tiefer beleuchten. Hier zur Software. Jeder und jede am KIT hat die Möglichkeit, jetzt MATLAB zu installieren, also hier aus der Webseite vom SCC. Die Robotic Toolbox von Peter Kork, ja, die ist auch verfügbar für jeden.
Und die Python-Implementierung von OpenCV vor einige Aufgaben, die wir hier im Rahmen der Vorlesung behandeln werden. Und damit möchte ich hier diese Einführung beenden. Und das nächste Mal machen wir weiter mit Kapitel 1, mit grundlegenden Algorithmen der Robotik. Vielen Dank.